Herr Bauer, bei Wacker Neuson steht Zero Emission ganz im Vordergrund. Können Sie einen kurzen Überblick geben? Zero Emission ist bei uns jetzt heute in der Bauma das Thema. Wir haben es extra Electrified Bauma auch genannt, unser Motto. Wir haben vor 3 Jahren die ersten Produkte gezeigt. Unsere Kunden haben immer mehr nachgefragt, sodass wir da weiterentwickelt haben und das Wesentliche ausgebaut haben, auch in der Produktpalette. Und der Kundenzuspruch heute oder dieser ganzen Woche zeigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wie äußert sich dieser Zuspruch auf der Bauma hier? Wir haben sehr, sehr viele Kundenkontakte, gerade bei uns auch auf dem Demo-Area, wo die Geräte der Zero-Emission-Linie dann auch zum Fahren sind, zum Ausprobieren sind. Wir haben sehr interessante Gespräche, viele Kunden sind interessiert in die neue Technologie. Sie sehen auch die Einfachheit der Produkte in der Bedienung, in der Handhabung, im Maintenance und so. Sie sind alle sehr interessiert und viel wollen das ja auch in der nächsten Zeit ausprobieren. Wie stark ist das Thema Virtual Reality bei Wacker Neuson? Virtual Reality kommt bei uns auch sehr gut an, auch im Zusammenhang in unserer Entwicklung oder in Gesprächen mit Kunden. Somit haben wir die Möglichkeit, den Kunden schon in frühen Phasen der Entwicklungen zum Beispiel in die Kabine eines Baggers reinzusetzen, die Bedienelemente zu testen, auszuprobieren, auch die Sichtweisen, ob er in seinen Arbeitsbereich reinsieht, kann wesentlich viel mehr und viel eher das Feedback der Kunden noch in die Entwicklung mit einfließen lassen, sodass wir die richtigen Produkte dann für den Kunden entwickeln können. Wie zufrieden sind Sie mit dem Besuch von der Bauma und was erwarten Sie sich noch von der Bauma? Die Besuche bis jetzt in dieser Woche waren hervorragend. Wetterbedingt ist leider ein bisschen kühl, aber an den Tagen, wo es ein bisschen wärmer ist, werden wir überrannt schon fast. Also es ist Wahnsinn, es ist überwältigend bei uns und es ist auch ein Erlebnis bei uns auf dem Stand. Wir sind bis jetzt sehr zufrieden, haben super Kontakte auch gehabt, hohe Frequenz, auch interessante Kunden, potenzielle Kunden, viele Neukunden auch dabei. Und wir erwarten uns, dass das so weitergeht, auch wenn das Wetter jetzt nicht so gut in der Prognose ist. Danke fürs Gespräch. Danke ebenso.